Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Football Tactics. Ein Glaube ich, oben rechts ist eingebindetes Spielbohne. Ja, ihr kennt das. So, wir sind in der vierten Liga und ziemlich gut in der vierten Liga, denn wir sind Zweiter. Wir haben 3 Spiele, 3 Siege. Das ist ja der unfassbare Wahnsinn, würde ich mal sagen. Dass das so losgeht hier in unserer zweiten Saison in der vierten Liga. Wir waren ja schon mal in der vierten Liga, da haben wir aber kräftig verkackt. Und jetzt scheint es wieder zu gehen und es ist sehr heiß heute, das stimmt. Heute ist es wirklich sehr heiß. Wir spielen gegen den Wuppertaler SV. So, ja, das ist gut, dass da noch einer steht. Aber ich mach das mal so. Der ist leider RV. Aber Hauptsache er ist V. Hauptsache er ist V, würde ich mal sagen, ne? Also R oder LV. Aber der Schänzer ist wieder fit. Gab das Mikro mal korrigieren, dann kann der Schänzer nämlich wieder rein. Der Althusser kommt, glaube ich, auch wieder rein. Und zwar für den Steuer. Und die sind doch alle hier ZM, ne? Die sind alle hier im ZM. Das ist gut. Das heißt, die kriegen alle ihre super, super Boni. Ich habe wieder ein paar Tage nicht aufgenommen, nicht gespielt. Wir gucken jetzt einfach mal und hoffen, dass es so weitergeht wie vorhin. Sonst müsste ich jetzt halt, hätte ich nicht aufhören dürfen zu spielen quasi. So, da kommt ein Pässchen hin. Jetzt schauen wir mal. Okay, das ist ein Libero. Das ist interessant. Dribbling ist kacke. Dribbling ist noch kackerer. Abziehen. Ah, die sind nicht so gut. Die sind nicht so gut. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann kommen da 2 hin. Das ist natürlich kacke. Das schaffen wir nicht. Da kommt er nicht hin. So, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich jetzt von hier abziehe? Da sind nur die 2. Dann probiere ich das doch mal. Oh, schade. Torwart hat gehalten. Am Libo sind wir vorbeigekommen. Der Torwart hat leider gehalten. Das ist ein bisschen schade. So, der Wuppertaler SV jetzt im Angriff. Abuse. Nee, Abse auf Auschwitz. Anschwitz, Entschuldigung. Der läuft. Was macht er jetzt? Wird er jetzt den Ball halten? Er wird den Ball halten, alles klar. Verteidigung 6 leider nur, das ist ein bisschen kacke. Aber Pressing ist ja Kika kostenlos. Da kommt der gleich raus. Der Verteidigung raus. Hat er jetzt Kontrolle 18? Der kommt nicht mit einem. Der kommt mit einem Dings wenigstens dahin. Können wir jetzt versuchen, hier den Ball zu holen. Was sogar klappt, sehr gut. So, jetzt haben wir halt nur das Problem. Ich glaube, ich spiele auf den Schänzer. Dass wir vielleicht hier noch jemanden rausziehen. Vielleicht haben wir dann Glück, wir probieren es mal. Auf jeden Fall haben wir den Verteidiger jetzt weggezogen. Okay, da kommt der Mirisch. Schmierisch kommt von oben, der kommt sogar zweimal. Jetzt versucht er... schafft sogar mit einer blöden Grätsche. Aber der Schänzer kann auch grätschen, ist jetzt sogar motiviert. Er passt leider hoch. Kann der Schänzer in einem Zug dahin? Kann er? So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir den jetzt grätschen. Nein! Sehr gut, jetzt haben wir wieder eine Aktion. Er ist noch motiviert, wenn wir jetzt abziehen würden. Probieren wir es einfach mal. Ja! Yeah! Es hat geklappt, das 1:0 durch Schänzer, der schon ganz schön im Arsch ist, wie ich gerade sein Durchpusten da gesehen habe. Der muss vielleicht gleich zur Halbzeit raus, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall muss er wahrscheinlich im nächsten Spiel pausieren. So, der hat gar keine, okay, der muss zur Halbzeit definitiv raus. So, Wuppertal SV im Angriff. Riet, keine, warum steht der Althusser eigentlich da hinten? Der müsste da eigentlich hier stehen, egal. Müssen wir gleich mal in der Pause nochmal ändern. So, Stumpf auf Stammel. Er zieht ab, aber kein Problem für den Jotten. Der Jotten ist da. Jotten ist einfach da. So, wir könnten jetzt es mit einer Grätsche versuchen. Schaffen es leider nicht. Das kann nicht wahr sein. Das klappt auch nicht. Kann nicht sein, dass keiner hier die Grätsche. So, dann halt Zweikampf. Das klappt auch nicht. Jetzt können wir noch faul. Das darf nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein. Wieso konnte denn da keiner dem Ball mopsen? Das ist ja mega ärgerlich. So, da ist die Mauer. So, wir stellen den da hin. Und den auch noch in die Mauer. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Jetzt haben wir natürlich hier freie Bahn. Einen kann ich sogar noch stellen. Dann stelle ich den da hin. Okay, die positionieren sich alle da. Der zieht ab.
Oh, der kann irgendwas Tolles. Eieieiei. Das war jetzt quasi selbst schuld, dass ich da dieses Foul gezogen habe. Das war echt kacke. Okay, erstmal soll der Althusser da hinten weg. Der kommt mal dahin und dann dahin. So, der Schänzer ist. Der Schänzer ist ganz schön am Arsch. Du musst ja gleich mal für den. Du musst der Teubner gleich mal ein Tor machen. Sag ich jetzt einfach mal so. Steuer. Steuer könnte rein für den Althusser. Ja, wir lassen den Althusser nochmal drin für die zweite Halbzeit. Okay. Dann schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit sich entwickelt. 1:1 gegen den Wuppertaler SC. SV, SY. So, Stumpf auf Stammel. Nein, Stumpf geht nach außen. Geht da ganz schön stumpf nach außen. Aber da ist der Nüffenegger und holt sich den Ball. Sehr, sehr gut. So, die machen auch nichts mehr. Das ist interessant. Du kannst einen Pass in den freien Raum, oder was ist das beim Knobloch, ne? Genau, Pass in den freien Raum. Ist die Frage, wo stünde einer im Weg? Wahrscheinlich nirgendwo. Du kannst einen langen Pass. Warte mal, dann mache ich den Ball doch zu dir. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier... Wir würfeln einmal mit einem 9er Würfel. Ja, sehr gut, der ist angekommen, perfekt. So, Teubner hat noch zwei Aktionen. Kommt da aber nicht gut durch. Kann hier hin. Und dann es von hier nochmal probieren. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Ah, schade. Okay, am ersten sind wir noch vorbeigekommen, am zweiten leider nicht mehr. Wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr eine Woche nicht mehr gespielt. Vielleicht sieht man's. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem noch. Die Gräueltaten im Mittelfeld werden hier von Gräuels vorgenommen. Er läuft nach außen, alles klar. Was ist denn? Kontrolle 25, Verteidigung 11. Der kommt aber nicht mit einem Dings dahin. Verteidigung 6, Verteidigung 11. Kann der von da auch Pressing machen? Müsste eigentlich machen können, ne? Ach nee, ach, weil der hier nicht im ZM ist. Ah, das ist jetzt gar nicht gezählt. Scheiße. Okay, das war blöd. Ich stelle mich mal hier hin mit ihm, dass wir vielleicht da einen Passweg zu haben. Scheiße, das war jetzt dumm. Und hier läuft auch dahin. Und der Ball kommt sogar durch. Scheiße, okay. Stammel. Zieht ab, aber wer auch immer. Fehrenbacher geht dazwischen. Sehr, sehr gut. Könnte sich der Kolb mal den Ball holen? Kann der irgendwo einen langen... Nee, doch da könnte er lang. Aber 7. Warum würfelt der nur mit einer 7? Ich probier's. Gut, hat geklappt. So, Ried. Kommen wir dahin. Jetzt haben wir leider nur noch eine Aktion. Der Libro ist fast aus dem Spiel. 16, eieiei. Okay, da kommt der dazwischen mit Verteidigung 50. Dribbling ist auch nicht so gut. Könnte natürlich probieren. Ich probiere mal den Ball zu halten hier. Vielleicht haben wir irgendwie Glück und können da irgendwas noch draus machen. Okay, da haben wir den Ball schon verloren. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, jetzt müssen wir Daumen drücken, dass wir nicht noch das... Gegentor kriegen, dass wir noch ungeschlagen bleiben. Das wäre sehr schön. Stammel ist auch leider motiviert. Wenn der jetzt abzieht mit 58 Genauigkeit, wird es sehr eng. Er zieht ab, aber der Torwart ist da. Leider nochmal eine Ecke. Oh, scheiße, nicht wieder eine Standardsituation in der Nachspielzeit. Das wäre kacke. Okay, hier habe ich gehört, es geht um Kontrolle, ja? Der Kontrollwert wird also gewürfelt. Dann gehst du mal dahin. Haben wir den Althusser noch? Der Althusser kann nicht? Okay. Dann gehst du noch da drauf. Du gehst auch da drauf. Achso, ich kann nicht mehr. Okay. Oh nein. Mir schwant Übles. Bitte versuch zu dem hinten. Nein, er passt zu dem. Scheiße. Go Schrot. Ja. In die nächste Ecke. Mann. Der Schiri muss abpfeifen. Der darf nicht weitere Ecken geben hier. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht.
So, du nimmst den. Wieso kann der denn nicht dahin? Kannst du den auf den? Nee. Das ist ja mal kacke. Wie soll der das Würfelduell gewinnt der doch niemals? Wieso kann ich denn da keinen hinziehen? Ja, siehst du? Und da kommt der Ball auch hin. Und jetzt sind sogar beide frei. Oh nein, 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 oh nein. Yay! Darf er nochmal? Nee. Yes! Okay. Okay, es ist beim 1:1 geblieben. Damit können wir leben. Das erste Mal nicht gewonnen quasi, aber auch nicht verloren. Das müssen wir auch bedenken. Ja gut, leider kein Level up. Schade, schade. Aber wir haben zwei Upgrades. Der Schrot. Was soll der Schrot denn machen? Neue Stufe erreicht, das sind 33. Ja komm, hier, dann machen wir den. In seinem Alter kann er mal das machen. So, der Kolb ist auch schon was älter, leider. Naja, wir machen, dem lernen wir mal, aber Talent bringen wir dem bei. Wir bringen dem Talent bei, ob er will oder nicht. So, 2070 Euro, kein Ruhm, aber 4 Fans. Dann sind wir immer noch Zweiter. Und die haben auch nicht gewonnen, die Würzburger Kickers. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da haben wir also quasi nichts verloren. Wir haben hier nichts verloren. Modok sagt, ich könnte das Stadion vielleicht mal größer machen, haben wir gar kein Geld für. Dann war das von der Folge, wo ich noch Geld hatte. Okay, die sind alle ziemlich kaputt. Ich hoffe, die können sich jetzt mal erholen in dieser Woche hier. So, gegen Lok Leipzig, die sind nicht ganz so gut. Was haben wir hier? Es regnet. Die Wahrscheinlichkeit für Fouls ist so irgendwas, das Passattribut gesenkt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh, der Schänzer, warum ist der denn immer so schnell kaputt? Ist der schon so alt? Haben wir die Fette rein oder was? Hey, wir hauen den Steuer rein. Und hier machen wir mal den neu gekauften Libero. Ich glaube, so können wir spielen. Achso, wir können erstmal was trainieren hier. Wer kann was? Achso, Kolb. Genau, so Kolb trainiert das. So, wie sieht's denn? Der spielt ja interessant. Okay. Okay, du kommst darüber auf deine angestammte Position. Fertigkeit auszuführen um 5 verringert, das ist sehr gut. Spielen mit 3 Liberi. Ne, gar keiner davon ist Libero, alles klar. Okay, RV, LV. Dann müsste ich eigentlich einen da hinstellen, ne? An Althusser erstmal dahin. Den Steuer darüber und den Knoblauch dahin. Natürlich wieder kein Passweg zugestellt, aber wir probieren es einfach mal. Wir probieren es. So, nächstes Spiel gegen Lok Leipzig. Okay, im Regen natürlich. Also nicht natürlich, aber es ist halt im Regen. Lok Leipzig, natürlich jetzt der Passweg hier nicht zugestellt. Das sieht man sofort. Der Reize, er sendet Reize aus hier, versucht hier am Jotten vorbeizugehen. Natürlich hat er gar keine Chance. Gegen den Jotten hat er gar keine Chance. So, oh ne, das Passattribut ist ja eh gesenkt. Das heißt, wir machen mal so ein bisschen sicherere Pässe hier. So, Althusser, du könntest natürlich super dahin passen. Oder auf den Teubner. Der Teubner, wenn der jetzt abziehen würde, wäre das gar nicht so gut. Wenn er dahin geht, kommen da zwei. Da kommt der eine. Wir gucken mal. Sehr gut. Kann er sich behaupten? Ach, schade, 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 schade. Ich dachte, die tauschen jetzt noch die Plätze. Das wäre natürlich ideal gewesen. Na gut, gegen den zweiten Angriff hat er dann keine Chance mehr. Der Tietmeier passt auf den Ettinger. Der trinkt immer Bier während des Spiels. Okay, läuft jetzt ganz auf außen, kann jetzt aber nichts mehr tun. Verteidigung 11, Kontrolle 14. Dann würde ich auch sagen, der Lobstein. Wie sieht's denn aus? Nein, das darf nicht wahr sein. Ah, ich wollte die Aktion rausholen. Ich wollte doch nur eine Aktion rausholen. Ja, ich weiß nicht. Geh du mal dahin. Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem.
Ich hätte nicht aufhören sollen aufzunehmen bei der letzten Aufnahmesession. Jetzt ist der gute Sohn, ist ganz frei. Aber sehr gut. Der Schrot hält den Ball und hält ihn sogar fest. Es ist unfassbar. Haben jetzt niemanden hier, der irgendwie einen langen Pass spielen kann. Könnt mal gucken, ob der zum Knoblauch kommt. Kommt er leider nicht, aber er kann sich jetzt natürlich erlaufen. So. Achso, da kann er nur einen gelupften Pass. Ja, ein Pass in den freien Raum bringt bei ihm überhaupt gar nichts. Kontrolle 12, Kontrolle 26. Wir passen trotzdem auf den Althusser und hoffen, dass er den Ball irgendwie halten kann. Wer kommt raus? Der Knoll. Der Knoll kommt raus. Und greift an, aber kein Problem für den Althusser. Der läuft jetzt da oben hin, okay. Althusser, wie sieht's denn aus? Da kannst du nur einen hohen Pass hinmachen, ne? Da auch? Ja, da auch. Ah, ärgerlich. Dribbling sieht schlecht aus. Ich könnte natürlich noch einen gehen. Ich komme jetzt mit normalen Pass dahin. Nein, immer noch nicht. 27, 60, wir probieren's mal. Na, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Probieren wir den Ball zu holen. Hat leider nicht geklappt. Oh, noch ein Foul, Mann. Ach ja, Foul. Dings ist erhöht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, haben die ja gesagt, wegen Regen. Okay, Quindl holt sich den Ball. Und Quindl läuft nach hinten. Lok Leipzig will nicht mehr nach vorne kommen in dieser Halbzeit. Das sei ihnen gegönnt. Muss ich nur kurz abhusten. Entschuldigung. So, wie sieht's denn aus? Von der Kaputtigkeit. Das geht eigentlich noch, ne? Kann eigentlich jeder noch drin bleiben. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie in der zweiten Halbzeit mit unserem Standard-Trick. Wir haben leider den Dings nicht dabei. So. Du hast jetzt das Problem, egal wo du hingehst, es kommt mindestens einer ran. Ne, da nicht. Also wenn wir jetzt von hier abziehen würden, wir probieren es einfach mal. Ja, ah, das ist... Ah, ich hab mein Glück verspielt in der letzten Aufnahmesession, wo wir jedes Spiel gewonnen haben. Das ist jetzt einfach vorbei. Diese Glückssträhne ist jetzt zu Ende. Die kommt auch wahrscheinlich nie wieder. Das ist das Problem. So, der holt sich den Ball, okay. Obwohl der weniger Kontrolle hat, ich verstehe. So, Knoblauch müsste er jetzt kostenlos pressen können. Könnte aber einfach direkt den Ball holen, vielleicht. Genau, wenn das unterlegt ist, kostet keine Aktionspunkte, genau. Also dann presst du den mal. So, dann holen wir uns den Ball. Jetzt haben wir noch eine Aktion leider nur und Althusser kann natürlich nichts. Nein. Da kannst du nur einen hohen Pass, da kannst du auch nur... Warum? Ey, das sind doch nur drei Felder hier. Wieso kann er da nur hohe Pässe machen? Was soll denn das? Er hat 26 Kontrolle. Wir probieren mal hier den Ball zu halten. Die sind alle nicht ganz so in der Verteidigung. Genau, da haben wir den Ball schon mal gegen den ersten behauptet. Und auch gegen den zweiten. Und da fault er auch noch die Sau. Von hier hinten ist natürlich völlig sinnfrei. Kein Gegenspieler im Weg. Da ist nirgendwo ein Gegenspieler im Weg. Das ist natürlich mega ärgerlich. Könnten jetzt auf ihn passen. Achso, wir könnten dahin passen. Das ist auch schon mal ein Feld weiter vorne. Nein, da fängt er den nicht ab. Es darf nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein. Der kann da jetzt auch nichts mehr machen. Naja, der Knoblauch rückt nochmal ein Stück zurück hier. Nee, der... du kommst mal ein Stück näher ran. Werden wir jetzt wieder die Unentschieden-Könige? Nachdem wir die ersten drei Spiele gewonnen haben, trifft uns jetzt unser altes Los wieder. Erstmal kann der den Ball schon mal nicht halten, das ist schon mal gut. So, die Kacke, der ist jetzt motiviert, das heißt, der geht gut dazwischen. Der kommt auch niemals an. Ach stimmt, der ist der RV, der kann ja bis hierhin laufen. Nein, das gibt es nicht. Darf nicht wahr sein.
Und der kann auch nicht mehr. Der kann da jetzt nicht mehr hin. Nee, natürlich nicht. Natürlich kann der jetzt nicht mehr dahin. Klar. Ah, wat ein Dreck. Wat ein Dreck, ey. Mann. Hey, wir sind eh nicht mehr dran. Weißt du, da haben wir... Hat der so ein Glück, dass der sich da den Ball erwürfelt, ey. Ich muss gerade sagen, wenn der jetzt durchrutscht, ey, dann fresse ich aber einen Besen. Ja, 0 zu 0. Ich habe Déjà-vus aus der letzten Saison in der vierten Liga. Ich hoffe nicht, dass es so wird. Smelter und Knoblauch haben Level Up, das ist sehr schön. Punkte haben sie nicht so viele gesammelt. Naja, gut. Kein Geld, 4 Ruhm, 4 Fans. Sehr schön. Was kostet eigentlich das nächste Ruhm-Upgrade? 80, okay. Dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Football Tactics and Glory. Macht's gut. Tschüsschen.